So, Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym-Time. Ich bin hier im Uni-Gym, mitten im Uni-Gym, weil es gerade leer ist, dann dachte ich mir, rede ich direkt mal von hier aus. So, ich habe gerade ein bisschen den Rücken trainiert. Ich habe ein bisschen den Rücken trainiert und ihr wisst ja, ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Rückentiefe, auf die Rückendichte, das heißt auf den Trapez, besonders auf den mittleren und Teil des unteren Trapez. Ich möchte da so in der Mitte zwischen den Schulterblättern ein bisschen mehr Fleisch aufbauen. Und zu der Thematik, das habe ich nämlich letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, haben mich viele gefragt, ja Simon, du sagst ja Ruderübungen, das ist schon richtig, aber welche Griffbreite soll ich nehmen? Welche Maschine soll ich nehmen? Sind da eher die engen Griffe besser oder eher die breiten? Und deswegen ein kleines Video, weil das einen riesen Unterschied macht, meiner Meinung nach. Ich habe da einen riesen Unterschied mitgemacht. Ich habe früher mal sehr gerne eng gerudert. Und ich mochte es sehr gerne, aber, das ist ganz wichtig, enges Rudern geht meiner Meinung nach, ist eine fantastische Übung, aber sie beansprucht sehr stark den Latissimus. Wir haben super schönen Stretch vorne, wir können stark aus dem Latissimus ziehen, aber, und jetzt müsst ihr euch einfach selbst ein bisschen die Frage stellen, wenn ihr einen engen Griff habt, könnt ihr hinten nicht die volle Kontraktion herbeiführen. Das heißt, ihr könnt hinten den Trapez nicht voll anspannen. Wie würdet ihr den Trapez anspannen? Wie würdet ihr da wirklich möglichst Pump drauf kriegen? Wenn ihr euch Bodybuilder auf der Bühne anguckt, die pumpen sich den auch ein bisschen auf und dann spreaden die den auf. Die nehmen die Hände nicht hier, sondern die nehmen die auseinander. Erst dann kriegt ihr eine volle Kontraktion im Trapez. Eben nicht hier, nicht ins Ende. Und deswegen auch die kleine Antwort direkt. Wenn ihr einen engen Griff nehmt, eine fantastische Übung insgesamt für die gesamte für die gesamte Rückenmuskulatur. Aber wenn ihr insbesondere den inneren Teil treffen wollt, nehmt etwas breitere Griffe, weil ihr da hinten besser reinkommt. Auch wenn ihr Maschinen wählt, es gibt auch Maschinen, Rudermaschinen, die etwas enger sind. Oder, deswegen liebe ich diese Maschine hier, die ich euch gerade zeige, die ich auch gerade gemacht habe. Die fängt nämlich eng an und geht dann, je weiter ihr nach hinten kommt, eben geht die etwas breiter. Und damit ist es für mich so eine meiner Lieblingsübungen für den Rücken, weil ich eben auch etwas nach oben ziehe. Und da treffe ich wirklich fantastisch in den mittleren Teil. Wenn ihr Maschinen habt, wenn ihr Rudermaschinen habt, die etwas mehr von oben nach unten ziehen, die ich auch sehr gerne mache, trefft ihr etwas eher den mittleren unteren Trapez. Schaut da ein bisschen, variiert so ein bisschen vom Winkel, aber denkt dran, deswegen auch ein sehr kurzes Video, versucht wirklich mal, wenn ihr die enge Stange nehmt, und die ist meistens nämlich schon dran an diesen ganzen Ruderdingern im Gym, sucht euch mal eine etwas breitere Stange. Sucht euch eine etwas breitere Stange, nehmt die Ellbogen etwas auseinander und zieht hinten mal ganz zusammen, so als würdet ihr sie auch voll anspannen wollen. Habt ihr auch ein bisschen mehr die hintere Schulter mit drin, das ist nämlich auch von den meisten die Schwachstelle, so wie von mir. Und tauscht das einfach mal aus. Das heißt, ihr habt es schon richtig gemacht, indem ihr eher auf Ruderbewegungen setzt und nicht so sehr auf Zugübung von oben. Wenn ihr da ein Defizit habt, wenn ihr jetzt noch etwas den Griff verbreitert und das Gewicht so etwas nach unten droppt, dass ihr in der vollen Kontraktion kurz anhalten könnt, dass ihr diesen richtig Ausdrückeffekt reinkriegt, dass ihr die voll kontrahieren könnt und diese Peak Contraction kurz halten könnt, dann habt ihr die perfekte Übung. Und glaubt mir, dann macht ihr Verbesserungen ohne Ende. Ich habe so in den letzten 2 Jahren da wirklich nochmal richtig schöne Verbesserungen gemacht und möchte es diesmal auch. Und klappt fantastisch. Deswegen kleiner Tipp hier direkt aus dem Training, aus dem Gym. Ich trainiere jetzt noch ein bisschen weiter, weil bei mir der ganze Oberkörper ansteht. Wird noch ein bisschen was. Und deswegen, meine Freunde, beherzigt den kleinen Tipp. Schreibt unbedingt drunter. Aus so alten Videos entstehen dann eben solche, oder aus Fragen entstehen dann solche Videos. Abonniert selbstverständlich den Channel. Schaut auf Facebook, Instagram vorbei für ein paar private Sachen. Und die besten Supplements, selbstverständlich, Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Simon.